Jo, hallo, mein Name ist Labinator und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge. Und zwar spielen wir heute wieder Skywars, wie ihr rechts seht, mit dem Kit Gärtner auf der Map Locus. Weil ich habe mal geguckt, man kann ja auf Gomme in diese Starts reinkommen. Und beim Kit Gärtner hat man schon ziemlich viel Stuff am Anfang. Der interessiert einen aber so gut wie gar nicht, weil der mega low ist. Also, naja, gut. Der Mon jetzt nicht, der ist Schärfe 5, der ist eigentlich sogar ziemlich OP. Glaube ich, hoffe ich. Hoffe ich einfach mal. Also vielleicht stelle ich mir das auch nur falsch vor. Und der bewirkt einfach gar nicht. So, das heißt, wir machen uns aber erstmal hier eine Diabossplatte. Ah, scheiße, ich hätte mir eine Hose machen sollen. Bisschen dumm. Dann bauen wir uns gleich rüber und dann nehmen wir auch Schwert in die Hand. Das macht die Effizienz. So, zack. Die Schuhe können wir uns auch anziehen. Und jetzt würde ich sagen, geht's rüber zum ersten Nachbar, der... Also ich spiele die allererste Runde gerade mal mit dem Kit. Und das heißt, es kann passieren, dass ich die Runde jetzt hier voll verkacke, weil ich halt keinen Plan habe, wie der tatsächliche Schaden mit dem Mond zum Beispiel ist. So, der sucht mich jetzt. Sucht er mich? Nee, der geht ins Haus rein. Ich habe übrigens Melonen zum Food, das ist auch geil. Welcher Spieler kann schon behaupten, dass er sich mit Melonen voll essen kann? Melonen haben schon Stil, muss man ja schon mal sagen, ne? So, dann probieren wir mal das hier hinten aufzuspringen und dabei nicht runterzufallen. Ich wette, er hockt locker hier unten drin. Hä? War ja nicht eben gerade hier noch irgendwo. Hä, war ja nicht eben gerade noch irgendwo ein Gegner. Na man, fuck good. Also das war meine erste Runde. Ich wäre froh, wenn ich mit dem Kit überhaupt mal einen Kill mache. Ich halt keinen Plan habe, ob das wirklich das bewirkt, was ich hoffe. Ich weiß gar nicht, ob es den Schaden überhaupt macht oder ob es da einfach nur eine sinnlose Verzauberung drauf ist. Wir spielen jetzt auf jeden Fall so lange, bis wir 10 Kills haben. Würde ich sagen, erstmal. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass es klappt, dass wir hier nicht ständig aus Runden rausgekickt werden und so und die Aufnahme im Hintergrund noch läuft. Ja, wenn ich, oder was habe ich gerade geguckt, ob die überhaupt läuft, habe ich gar nicht richtig geguckt. So, die Aufnahme läuft tatsächlich. In 12 Sekunden geht es mir in der nächsten Runde weiter und ich rede jetzt einfach so weiter, weil ich es kann in Doppeltime und so. Aber das stört mich ja nicht weiter. Und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit der Open Map Grave und unserem Lieblingskit, denn wir sind so gerne Gärtner. Ich frag mich, also Gärtner habe ich mal geguckt, ist das Kit mit den geringsten Einstieg-Stats sozusagen, in die man da reinkommen kann. Und deshalb habe ich das ausgewählt, weil es bestimmt cool da drin zu stehen. Und dann freue ich mich, wenn ich da drin stehe. Und wenn ich da nicht drin stehe, dann bin ich ganz traurig, da ist mein Leben bald vorbei. Nein, so ist dem nicht. Sondern ist halt wirklich so, dass ich probiere mit dem Kit da reinzukommen. Ich glaube, es waren schon satte 153 Kills. Die muss ich erstmal mit dem Kit, glaube ich, machen. So, erstmal eine Brustplatte zaubern. So eine Brustplatte gezaubert. Ich weiß halt nicht, ob das Schwert überhaupt irgendwas macht. Also ob das wirklich sinnvoll ist, die Verzauberung, oder ob das auf das Schwert. Oder ob die das gar nicht bringt bei der Blume. So. Gucken, ob er hochkommt, ob ich ihn hitten kann. Drei, vier, fünf. Oh. Wir haben ihn tatsächlich mit dem Mondtod gehittet. Das ist ja jetzt schon mal gar nicht so schlecht, aber. So, oh, er hat nur Dias für uns übrig gelassen. Finde ich auf jeden Fall toll. Den Pfad machen wir uns jetzt hier noch. Eine Hose, so, zack, zack. Wir können ja mal sagen, ob wir sehen, ob er. Habe ich gerade die Hose weggeschmissen? Der würde sich gerade auch nur denken, Alter, was macht der da? Oh Mann, ein halbes Herz! Wir haben auf jeden Fall unseren ersten Kill schon mal. Das ist schon mal geil. Ja, geil, Digga! Und ich werde vielleicht einfach mal euch nur 10 mit den Kills einblenden oder so. Mal gucken. So, Grave.
ist die nächste Map wieder. Die Gruft. Ich vermute zumindest, dass Gruft heißt, weil das nach einem Grab aussieht und ich dachte, das heißt Gruft. Ich google mal kurz, was das heißt, weil ich das halt wirklich nicht weiß. Ob Grave Gruft heißt Englisch Grave, einmal eingeben. Nein, ist Grab. Grab, Grabstätte, Gruft doch. Der Tod, okay. Interessant. Unser Clan ist übrigens gewachsen. Also, ja. Sind jetzt mehr Mitglieder. Wir pupsen jetzt Dollar. Und ja, das ist es eigentlich. So, wieder unser. Wenn wir auf der gleichen Map haben, ob uns was bringt. Ich weiß nicht, ob es auch halt auch besser wäre, ein anderes Schwert. Also hätte ich wahrscheinlich die Hose angehabt, hätten wir ihn vielleicht sogar bekommen. Also die Dia-Hose, die aus irgendeinem Grund verschwunden ist. Vielleicht sehe ich das auch im Editing und werde es dann nochmal einblenden und ein Hashtag dumm darunter schreiben. Aber ja, also im Schnitt und ja. 10 Kills war jetzt so mein Ziel für die Aufnahme. Ich hoffe einfach mal, dass ich das hinkriege. Ich finde übrigens sehr interessant, dass, ach doch, ich wollte gerade sagen, in dem Grab immer kein Kopf ist, aber doch, da war ja einer. Stimmt, stimmt. So. Meine Blume hier. Das macht wieder eine Brustplatte. Dazu müssen wir aber schnell einmal nach oben gehen. Weil wir sonst nämlich nicht genug Dias, nicht genug Dias haben, sage ich schon. Weil wir uns sonst hätten keine Spitzhacke machen können und somit hätten keine Dias abbauen können. Und ich hätte, wenn und aber und könnte, aber auf jeden Fall habe ich wieder einen Plan und könnte mich somit instant rüber teleportieren, wenn ich oben meine Brust fertig habe. Das werde ich auch mal schnell machen. Meine Brustplatte fertig. Die ausziehen. Level ins Inventar droppen. Gucken, wo ein Gegner ist. Da ist kein Gegner. Ist da ein Gegner? Nein, da ist auch kein Gegner. Das ist Kacke. Oder auch gut, keine Ahnung. So, das Gameplay kennt ihr ja einfach. Ich stack mich immer so meistens zu den Gegnern rüber und ja. Achso, der hat sich anscheinend. Der ist anscheinend weitergegangen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich hoffentlich gleich einen Kill, weil wir ihn da drüben abstauben können. Setz mein Plan. So, check der Dude. Check der Dude ist ja wahrscheinlich schon. Der hat mich zwar gesehen, aber es soll mir auch egal sein. Und all den neuen Reis fick nicht mit den Rufios. All ihr neuen Rufios, fick nicht mit einem Peter Pan! Ich habe halt wirklich keinen. Also ich könnte mir natürlich ein Dia-Schwert machen, ich weiß gar nicht, ob diese Schärfe 5 hier drauf wirklich überhaupt was bewirkt, aber anscheinend ja, weil ich hätte ja keinen Gegner mit 3 Schlägen einfach so tot. Es sneakt sich da drüben halt weiter runter. Soll er machen. Soll er machen, wenn er will. Soll mich nicht weiter stören. Oh, der an. Oh, der. Der. Ah, der andere baut sich da unten so eine Plattform. Dass er nicht gekillt wird. Ich habe kein Holz. Und von da hinten kommt einer an, oder was? Kommt der? Wie hoch baut sich der sich? Ich habe halt wirklich kein Holz. Das heißt, und ich auch kein. Kein Spitzhacke, sag ich schon. Kein Dingsy. Kein. Um mich runterzubauen. Runterzubauen, um Holz abzubauen. Eine Axt. Habe ich auch nicht. So. Passiert da drüben mal ein bisschen Action. Smoke weed every day. Der hat anscheinend darauf gehofft, dass der andere Typ ihm da entgegenkommt. Was dieser Oha wiederum nicht getan hat. So, dann wollen wir mal auf den einen hitten. Mann, als ob der. Hau halt instant ab, dann halt nicht. Lass dich halt nicht vom krassen Laminator killen. Der andere Typ ist jetzt auch rübergegangen. Der hat bestimmt auch Schneebälle oder sowas. Weil auf der Map kriegt man die ja ziemlich leicht und ja. Traue ich ihm halt locker zu, aber anscheinend habe ich ihn so viel Damage gemacht oder er hatte so viel Angst, dass er sich sofort wieder verpisst hat. Ich würde auch immer. Ah, alles klar, steck dich halt da oben hoch. Ich habe halt nicht mal ein Schwert, damit ich mich irgendwie saven könnte. Also, dass ich irgendwie Spinnnetze zum Abbauen haben könnte oder so.
Bist du etwa gestorben, mein Freund? Zack, wir haben einen Kill. Wir haben zwei Kills. Also auf der Gesamtrechnung zwei Kills. Da in die Richtung ist der nächste Spieler. Ja, warten wir. Warten wir halt auf den. Komm. Komm, Dude. Komm. Er hat mich zwar noch totgehittet, aber wir haben ihn auch bekommen. Das heißt, gleich erscheint nochmal ein Kill. Nice. Nice, Brody. Nice. Zwei Kills. Das heißt, wir haben insgesamt schon drei Kills. Easy. Und das mit dem Kit Gärtner. Oh. Der Nontyp hat die Runde halt jetzt gerade gewonnen. Wir haben 136 Gold. Ich habe übrigens 88.122 Gold. Wieder nur schon wieder. Je nachdem. Ich gehe mal auf die 12er Map, weil ich hoffe, dass ich da mehr Kills machen kann. Beziehungsweise, ja. Wir haben auf jeden Fall was. Wieder nur 88.126 oder was auch immer Coins jetzt gerade waren, weil ich vor der Runde jetzt gerade wirklich mir das Kit Gärtner geholt habe. Just for fun. Ich habe mir, also glaube ich, jetzt davor Hexe versehentlich geholt. Das war auch nicht beabsichtigt und denken die vielleicht alle, ich habe keine Ahnung, was für ein Kit auch immer. Auf jeden Fall ist die Runde nicht ganz selber. Mal gucken, ob wir vielleicht keinen Nachbarn haben und Luck haben können und neben uns auch noch looten können, die Kisten. Das wäre natürlich optimal für uns, weil wir nicht das krasseste Starter-Equip haben. Also, den mit Full-Equip, den kann man also nicht tot hinten, das haben wir ja gerade gemerkt. Das heißt, ich brauche theoretisch gesehen trotzdem ein Dia-Schwert. So, da nebenan ist scheinbar kein Spieler. Das heißt, ich werde gleich rübergehen. Oder ich werde ich da drüben Kill machen. Oder ich gehe mit und kill den. Nein, ich gönne mir zur Sicherheit das Equip hier. So, habe ich eine Axt? Ja, weil dank meiner Axt, meiner krassen Skills in der Runde immer weiß ich, dass man hier irgendwo abbauen kann und dann die Kiste rankommt. Ja, wusste ich doch. Easy. Mein PvP-Knowledge ist on fleek. PvP vor allem. Dinge, die nichts mit PvP zu tun haben, wo sich Kisten befinden. Dinge, die Laminator als PvP bezeichnet, wo sich Kisten befinden. Mui mui in die Rente. Ich kann kein Spanisch, aber ich versuche es manchmal immer wieder, weil ich Bock drauf habe. Ja. Das stimmt halt sogar. Mann, Dude, ich weiß ja nicht, was du hast, aber ich habe eine Pflanze und mit der werde ich dich sowas von weghitten. Nein! Mann! Geh mir auch weg. Mit deinem. Oh! Muss ja gerade was snacken. Ein Gäppel oder was? Hat er gerade ein Gäppel gesnackt gegen den Gärtnerspieler? Ach, manche sind schon echt süß. Und die Gegner echt putzig drauf, ne? Ja, durch. Ich würde mein Inventar auch nochmal durchsortieren. Ich hätte jetzt auch Angst, wenn da so ein krasser Gärtner unten ist. Ich glaube, ich weiß hier unten aber, wo ein Dia ist. Deshalb bin ich gleich kein Gärtner mit einer mehr, sondern ein Spieler mit einem Dia-Schwert. Mann! Ich habe halt kein Ding, sie um ein Spinnennetz abzubauen. Keine Möglichkeit. Das heißt, ich komme jetzt hier auch nicht raus. Ist für mich ziemlich kacke. Aber ich habe schon mal einen Vorteil, ich brenne nicht mehr. Also, Vorteil. Der eine Typ spielt halt Legit mit dem Dingsy-Kit. Mit dem Pyro-Kit. Auf der Map, und auf der du am wenigsten durch Pyro-Kills holen kannst. So, Dude, wenn du der Meinung bist, als ob, man, krieg ich für den anderen Weg die. Als ob. Als ob, was war das gerade für ein Anlag? Das war so richtig, richtig. So eine ganze Tonne Pecheimer. Er hat einfach alle drei Nein, nein, einfach nein. Ich bin
Immer auch beim Score von 3 Kills, soweit ich mich entsinne. Was mir jetzt echt nahezu schon peinlich ist. Wir gehen mal auf Ender, wir werden bestimmt eh gekickt. Kann ich darauf wetten. Aber guck mal, hier ist die Gärtner. Lederschuhe mit Dorn 2, alles klar, diese hä, das ist witzig. Eichenlaubblätter so mit Dorn 2, Schutz 4, Haltbarkeit 10, ja gut. Also, 314 Kills, 153, also 153 Kills müssen wir schaffen. Ich weiß nicht, ob die Wins scheinen pups egal zu sein. Ja, die Wins scheinen pups egal zu sein. Müssen die 153 Kills knacken. Nein, ich glaube, so als realistisches Ziel nehmen wir uns einfach mal vor, dass wir überhaupt die 10 Kills voll bekommen. Und wenn wir die 10 Kills voll bekommen, sind wir stolz auf uns. Also, so richtig stolz auf uns, weil. Also, weil. Dann sind wir halt voll. Dann sind wir sozusagen Vollzeitgärtner. Ich weiß nicht, das kann uns keiner nachmachen. Das wird uns auch nie jemand nachmachen. Wir nehmen jetzt schon 60 Minuten auf. 60 Minuten lang sind wir schon dabei, Vollzeitgärtner zu werden. Ob wir es schaffen werden, seht ihr, nein. Als ob ich jetzt Garten werde. Oder doch. Ich werde daraus vielleicht zwei Teile machen. Ich sage jetzt einfach, ich mache daraus hier an der Stelle einen zweiten Teil.